Und damit ein recht herzliches Willkommen zu der Herrschaft des Feuers. Das Magmafeuer. Alle drei Teile, das ist der erste. Wir harren der Ankunft des Elbenfürsten. Es sei denn, er erobert die Krone. So, meine lieben Freunde, wir sind natürlich hier am richtigen Ort, um zu beginnen. Ich habe euch gerade gezeigt, wie stark dieses Magma-Bild letztendlich ist. Und wir beginnen natürlich mit dem Wichtigsten für das Magma-Bild. Da braucht ihr den Schimmerstein von Gelmir. Der Schimmerstein von Gelmir, er verstärkt die Magma-Zauberei. Wo ihr den genau findet, zeige ich euch jetzt. Ich kann leider nicht ganz so hoch leveln, wie ich es gerne hätte, weil, ich einfach, mir fehlen die Schmiedesteine. Gut, also, wir sind im Haus Vulkan, direkt beim Tempel von Aiglai, Aiglai. Okay, das muss ich aber dazu sagen, das ist hier ein Götterskalpe, den ihr platt machen müsst, währenddessen ihr im Haus Vulkan seid, weil das ist nachher auch der Weg, also der ganz offizielle Weg zum blasphemischen Götterverschlinger, wie auch immer. Ja, wir sind hier im Haus Vulkan. Das ist der ganz normale Weg, zu dem ihr dann eigentlich automatisch während der Story rüberkommt, wenn ihr das Haus Vulkan spielt. Spielt es auf jeden Fall. Da gibt es richtig, richtig geile Items. Und einer der geilen Items ist halt dieser Zauberstab hier, der diese Magma-Zauberei verstärkt. Dazu muss ich sagen, dass dieser Zauberstab sehr selten ist. Ich zeige euch jetzt, wo ihr den farmen könnt. Und auch wie ihr den farmen könnt. Also, wenn ihr den Götterskalpen platt gemacht habt, ich werde aber einfach mal wechseln, weil Feuer gegen feuerresistente Wesen ist Kacke. Ja, deswegen habe ich hier noch mir meinen großen Schimmersteinsplitter am Start gehabt. Und ich hatte lange gefarmt, also lange heißt eine halbe Stunde und nichts ist passiert. Mein Tipp an dieser Stelle. Ich habe natürlich den silbernen Krähenfuß ausgerüstet und den Silberskarabäus. Das hilft immer und ich würde euch auch genau zeigen, ab wann ihr anfangt. An dieser Stelle geht es hier los. Ihr geht hier rüber und dann geht es ab hier runter gleich. Ich muss natürlich erstmal den Fahrstuhl holen, weil ich mich zurückgeportet habe. Kurz bevor ich das Video aufgenommen habe, habe ich den Zauberstab gekriegt. Geiler Scheiß. Der ist wirklich selten, der droppt auch selten. Das heißt also so 10 Runs, 12 Runs. Könnte schon sein, bei mir sind es so 8er gewesen. Ich habe 5er gemacht, dann hatte ich keinen Bock mehr. Ihr geht also, wie gesagt, hier in den Fahrstuhl rein. Und dann geht es hier lang. Aber aufpassen, da ist eine böse Wicht. Ja, chill du mal, Junge. Ja, eine böse Wicht und dann geht es hier lang. So, diese Hafensänger könnt ihr ja alle rechts liegen lassen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die zwei Schlangen müssen wir platt machen. Wo ist er denn jetzt hin? Da. So, sehr schön. So, dann machen wir die Schlange hier da hinten noch platt. Der mit seiner komischen Peitsche. Die hat er mir bisher noch nie gedroppt. Vielleicht habe ich die Waffe auch schon. Okay, und dann gucken wir mal. Also jetzt sind wir schon fast da. Ab hier in dem Raum bekommt ihr, solltet ihr dann auf jeden Fall den silbernen Krähenfuß nehmen. Brauche ich jetzt aber nicht, weil
Ich hab ja jetzt schon den Scheiß, den ich haben will. Da, Ruhe jetzt da hinten. Okay. Der geht mir auch noch auf den Nuss. Und dann gucken wir mal, da oben, der Dicke, also die Schlange mit dem dicken Kopf, der hat diesen Zauberstab. Ich mache aber erst den mal ja fertig. Da kommst du jetzt runter. Ach, Jungs. Normalerweise ist es noch nicht so rumgeeiert. Da sind sie immer schneller dran, mich zu killen. Also ich will es mal zeigen hier. Da oben ist er. Und ihr seht, der hat den Zauberstab. Schießt den Scheiß hier auf mich. Genau. Finde ich cool. So, ihr seht das hier, ja, den Zauberstab. Und hier ist der auch gedroppt, meine lieben Freunde. Och, nochmal sogar. Was für ein Scheiß. Jetzt habe ich den zweimal. So geil. Und ich habe nicht mal den extra silbernen Grenfuß genommen, aber halt der Silberskarabäus. Na, den kann ich ja jetzt wieder rauspacken beim Silberskarabäus und kann viele gratis Wappen reinpacken. Zu den Talismanen komme ich aber nachher noch, welche Talismanen ihr nehmen solltet und wo ihr die findet. Okay, als nächstes das Schwert. Das ist das Schwert Nummer 1, was ich empfehle. Natürlich mein Lieblingsschwert, Nacht und Flamme. Das ist die Nacht. Und das ist die Flamme. Okay. Ist eine legendäre Waffe. Zu den legendären Zaubern habe ich ein Video gemacht. Habe ich euch oben auch in der Infobox verlinkt. Das findet ihr im Haus Crane, genauso an dieser Stelle hier. Na, hier so rüber rein, hier rüber und dann rein und hoch und rüber und runter und dann kriegt er das hin. Gut. Ja, das zum Schwert und natürlich auch zum Zauberstab an dieser Stelle. Ich muss mich echt ein bisschen umporten. Also wie gesagt, dieser Zauberstab, der verstärkt die Magma-Zauberei. Okay. Was ich aber noch empfehle, weil wir einmal hier sind, Rückard, Fürst der Blasphemie. Bei Rückard, dem Fürst der Blasphemie, ich blende es jetzt hier gerade mal rechts ein, von dem bekommt ihr ein Schwert. Das mit dem einzigartigen Talent, weiß ich nicht, Feuerspein oder so ähnlich, auch am Start hat. Das finde ich mega nice. Das wäre im Prinzip das zweite Schwert, was ich verwenden würde. Ich habe es leider nicht genommen, weil ich mich für Rückards Groll entschieden habe. Und nicht das Echo geteilt habe. Aber ja, also das wäre das zweite Schwert. Wie gesagt, Zauberstabschwerter haben wir jetzt. Jetzt kommen wir um den Zauber und wo ihr den genau findet. Der Magma-Schuss finde ich richtig cool, gerade gegen diese komischen, ekligen Pflanzen. Ne? Magma hält auch die Gegner auf, da rennen sie euch nicht ganz so schnell hinterher. Und jetzt zeige ich euch, wo ihr das findet. Also, wir sind direkt hier im Haus Vulkan, wo ihr auch eine Einladung bekommt. Oder ihr geht einfach so hier hin. Also, das ist natürlich ein Weg bis hierher. Und hier sitzt normalerweise die Queen vom blasphemischen Reikard, also die Frau vom Reikard mit ihrem komischen Ritter. Und die gibt euch nachher die Aufgabe, Kopfgelder einzufordern. So, und nachher gibt es auf der Karte einen roten Punkt. Ich glaube, das erste Kopfgeld, das war hier unten, wenn ich mich nicht irre, hier unten in Limgrave. Das heißt, ihr müsst also in die Welt eines anderen Befleckten eintreten, der dem Haus Vulkan abtrünnig geworden ist. Mehr will ich auch gar nicht erzählen. Und den Blatt macht. Und da bekommt ihr den Zauber Magma-Schuss, meine lieben Freunde. Na? An dieser Stelle darf ich auch gleich nochmal erwähnen, dass mein Bild ein Glauben-Intelligenz-Bild ist. Na, dieses Magma-Gedöns ist ein Glauben-Intelligenz-Bild. Ich muss mal gucken, wo war denn jetzt das andere hier? Feuer heile mich, Feuer stärke mich, Feuer mach mich schön. Ja, genau, Feuer heile mich. Genau, so jetzt ist mein Bild komplett.
Genau, so. Wir haben jetzt hier Magma, der Magma-Schuss, ihr seht das von oben herab und ihr könnt damit halt auch Gegner platt machen oder halt auch aufhalten. Der Magma-Schuss im Prinzip 19 Weisheit und 10 Glauben ist Minimum. Als nächstes gucken wir uns das kochende Magma an. Finde ich persönlich mit das Stärkste neben Reikards Groll. Also, das kochende Magma. Ich will es auch gleich mal zeigen, wie das in Action aussieht. Wir gehen mal zum Tempel zurück. Weil ihr schmeißt einen, ja, einen Magma-Ball. An dieser Stelle gibt es aber auch einen kleinen Trick. Den will ich euch natürlich zeigen. Kochendes Magma, genau. Auch ein geiler Scheiß. So, hier unten haben wir einen. Also nicht fokussieren und nicht direkt draufwerfen, dann kann er seine ganze Gefahr oder sein ganzes Power nicht entfalten. Was ihr aber machen könnt, ihr könnt so ein bisschen in die Nähe werfen. Boom, boom. Ja, sehr schön. So, jetzt fokussiere ich ihn mal. Bam. So, das Ganze gibt natürlich dem, ach, ihr könnt auch Schwarzflammenmenschenzeug looten. Das Ganze gibt es natürlich auch noch mit ein bisschen mehr Power, indem wir den goldenen Schwur nehmen. Habe ich schon gezeigt in den anderen Videos, wo er kommt. Flamme gibt mir Kraft. Jawohl, sehr schön. Und ihr seht, wie das hochgeht. Ihr könnt natürlich nur Flamme gibt mir Kraft machen und Flamme beschütze mich. Das ist auch eine Kombination, eine gute, aber nicht zusammen mit dem goldenen Schwur, weil die heben sich gegenseitig auf. Das heißt also, entweder goldener Schwur oder Flamme beschütze mich. Na, die heben sich gegenseitig auf. Flamme heile mich ist natürlich eine Sache. Ich zeige euch, wie gesagt, wo das Heilen herkommt, zeige ich euch auch. Aber jetzt geht es erstmal um ja, den Magma-Kram hier. Kochendes Magma. Na, das kann man so an die Gegner hinwerfen. Schön, weil die kommen eh auf euch zugerannt und diese Explosion ist echt heavy. Bam. Sehr schön. Okay, gut. Das zeige ich euch jetzt. Kochendes Magma. So, für das kochende Magma braucht ihr niemanden töten, aber der Ritt ist sehr lang und sehr weit. Also zum einen müsst ihr die Scheiben haben. Großer Aufzug von Dektus. Dort vom Plateau aus reitet ihr hier lang. Und hier das Stückchen hoch, hier an den Ruinen vorbei, hier ist eine Todeswurzel nun so nebenbei. Hier durch, hier lang, hier vorbei, hier lang, hier rüber. Halt nein, ihr kommt hier unten durch, genau, ich lasse mich da mal irritieren. Hier unten lang, hier am Donnermündung, also ihr könnt hier einmal, ist eine Schnellreise, na, würde ich auch gleich machen. Hier komplett durchreiten. Hier, dann ist hier die schnelle Durchreise, dann kommt Festung Lailet oder wie auch immer das Ding heißt. Da gibt es ein großes Schild, was auch gleichzeitig eine Kanone ist. Hammer, harter Scheiß. Dann hier lang und hier bin ich gerade, damit ich es euch zeigen kann, wo ihr das findet. Die Einsiedlerhütte, dort findet ihr, wo ist es hin? Das hier, genau, das kochende Magma. Ja, mit der Explosion nachher. Die Explosion wird euch aber keinen Schaden machen. Wichtig an dieser Stelle zu wissen. Und das wird jetzt hier ein bisschen tricky, weil hier rennen Haufen von diesem Viehzeug rum und wir müssen hier oben rein, aber da oben schläft ein riesengroßer Bär. Das heißt, ihr solltet schnell sein. Ne? Ihr solltet hier oben schnell rein. Hier in der Höhle bei der Leiche, da findet ihr das. Ah, das sind auch ein paar Hafensänger dort. Jetzt werden natürlich alle wach, ne? Und hier bei der Leiche, aua, findet ihr das kochende Magma. Und hier geht es weiter Richtung Haus Vulkan. Da oben schläft der Riesenbär. Wo ist er? Den braucht ihr nämlich, um etwas Bestimmtes zu bekommen. Schmiedesteine. Ja, da pennt wirklich. Jetzt ist er wach. Auch keine gute Idee. Weil hier drinnen... Also ihr müsst ihn anlocken, dass der hier diese Statue, genau diese Statue für euch kaputt macht. Aber da gibt es Schmiedesteine drin. Ich werde mal jetzt hier echt einen Abflug machen. Oh, nochmal, echt jetzt?
Goldene Rune nehme ich noch mit. Und jetzt reiten wir einfach mal weiter, dass wir hier raus... dass wir hier rauskommen. Gut. So, sehr schön. Hier ist Ort der Gnade. Da werden wir gleich mal hingehen und uns ausruhen. In der Handwerkerhütte. So, ihr seht das. Also hier findet ihr Magma-Explosion. Geiler Scheiß. Okay, auf zum nächsten. Das nächste ist Gelmias Wut. Oh, richtig cool. Gelmias Wut. Gerade wenn viele Feinde in der Nähe sind. Und ich zeige euch jetzt wo. Wenn ihr ihn nicht getötet habt, im Laufe des Spiels wird der sogenannte Kriegsmeister, den kennt ihr hier, aus der Hütte des Kriegsmeisters, wo ihr Aschen kaufen könnt. Den findet ihr hier ganz am Anfang des Spiels. Ja, genau, so. Aber der wird dann im Laufe des Spiels nicht mehr dort sein. Nein, er ist dann im Haus Vulkan. Also hier oben. Im Haus Vulkan. Und ich zeige euch wo. Der stand bei mir hier. Ich bin mir aber nicht mehr zu 100% sicher. Das heißt, wenn ihr den Auftrag vom Haus Vulkan angenommen habt, könnt ihr dann natürlich auch hier rein. Und dann stand der bei mir hier. Also entweder hier oder da drüben, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber der wird euch einen Auftrag geben und einen Brief. Und ihr dürft natürlich wieder mal irgendjemanden platt machen. Und dann bekommt ihr Gelmias Wut. Ah, die Gelmir-Wut ist dieses ja, Feuer, was spritzt, oder das Magma, was spritzt. Ich will es nochmal zeigen hier. Ist halt gut, wenn wirklich viele kleine Gegner in der Nähe sind. Ihr seht das, es macht um euch drumherum kurz Magma. Und wenn ihr drauf bleibt, na, das ist nur kurz. Das verschwindet dann ganz schnell wieder, es sei denn, ihr ladet ihn auf, dann Halleluja, Schwester. Na? Also diese Magma-Zauberei, das darf ich schon sagen. Da oben kämpft irgendjemand. Ja, sollen sie machen. Diese Magma-Zauberei, das darf ich schon sagen, die ist natürlich sehr kostenintensiv. Okay, gucken wir uns mal den nächsten Zauber an. Goldener Schwur, Hammer. So, achso, Reikards, genau. Ja, da will ich natürlich nicht zu viel verraten. Reikard ist ja der blasphemische, den ihr, dieser blasphemische Halbgott, den ihr im Haus Vulkan finden werdet, wenn ihr die Story vom Haus Vulkan macht. Aber es gibt auch einen anderen Weg. Wie gesagt, ich habe euch den ganz offiziellen Weg ja schon gezeigt beim Farmen des Zauberstabes. Wenn ihr den besiegt habt, habt ihr die Möglichkeit, entweder, ich blende es nochmal ein, das blasphemische Schwert zu bekommen oder halt die Zauberei, aber nicht direkt von ihm. Sondern natürlich, es gibt auch noch einen schnelleren Weg zur Gnade. Ja. Oder wenn wir halt, also wenn ihr den besiegt habt, zurück zur Tafelrunde. Tafelrundenfeste. Dann ab zu der Tante mit den zwei Fingern. Don't worry. Ja, don't worry, be happy. Und dann habt ihr ja diese Echos. Ich habe halt vom Stern, tralala, hab ich noch, weil ich brauche den Kram irgendwie nicht. Also den werde ich mir auf jeden Fall holen, aber... So, und da kannst du dir nur eins aussuchen und nicht beide. Genau das Problem hatte ich bei Reikard auch und hatte mich halt für diesen Zauber entschieden. Das ist keine schlechte Wahl, das darf ich ganz klar sagen. Weil dieser Zauber echt mal Banane macht. Ich will das nochmal schnell zeigen. Ja, das geht schnell. Das ist die Sache. Und wenn ihr beides in der Hand habt, also rechts die Schwerter oder das Schwert, je nachdem für welches ihr euch... interessiert oder was euch gefällt, wie gesagt, ich habe das blasphemische Schwert nicht, dann ist das richtig, richtig cool. Und der im Prinzip geht dahin und er verfolgt aber auch seine Gegner. Ihr seht das? Bum, 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 bum. So ist es. Und natürlich sind diese Explosionen, wenn mehrere hintereinander sind, auch eine geile Sache. Ich hole die jetzt nochmal alle zusammen. Hallo, spiel mal deine Tröte hier, los. Genau, mach sie mal alle wach. Huch! Halleluja, Schwester. So. Also ihr seht das, da werden sie alle platt gemacht bei dieser Explosion. Und ich habe damit auch die Legende besiegt, diesen großen, schweren Drachen. Also einer von denen. Aua, ja, das war klar. Trinken kann man in Ruhe, meine Güte.
los jetzt. Er gibt ihm. Huch, die anderen sind schon alle tot. Also ihr seht, wie heavy die Zauber sind. Sie sind natürlich auch Mana-intensiv. Das darf ich definitiv sagen. Sehr Mana-intensiv. Also diese Fokuspunkte. Und ich habe den jetzt nicht mal verstärkt. Aber klar, das erste Gebiet ist das erste Gebiet. Das nenne ich heute Fallobst. Früher hatte ich Schiss vor den Jungs. So ist es aber. Und ich möchte euch zeigen, was die nochmal alle kosten. Deswegen gehen wir nochmal hier rein. Also, das kostet 19 Weisheit, also Magma-Schuss, 19 Weisheit, 10 Glauben, Magma oder kochendes Magma, das ist das, was nachher explodiert, totaler geiler Scheiß, 21 Weisheit, 12 Glauben und 28 Weisheit und 15 Glauben kostet Gelmirs Wut und das, was ich euch gerade gezeigt habe, kostet 40 Weisheit. Also ihr braucht Minimum 40 Weisheit und 18 Glauben. Das ist das Minimum, um das komplette Bild spielen zu können, mit allem drum und dran. Natürlich ganz klar 25 Glauben goldener Schwur, deswegen habe ich mein Glaubensbild, auf, also 38 habe ich als Minimum genommen, damit ich den großen oder den Segen des Erdenbaums habe. Das ist der große Segen, der 90 Sekunden lang, ich glaube 1050 FP heilt. Okay, kommen wir mal zu Feuer gibt mir Kraft. Das will ich jetzt nochmal zeigen, wo ihr das findet. So, der Boost Flamme gibt mir Kraft. Der hier, der im Prinzip findet ihr hier in der Festung oder hinter der Festung Gel, direkt hier dahinter. Da findet ihr den. Wir müssen komplett den Weg hier hochreiten. Das zeige ich euch aber ganz schnell, damit ihr nicht suchen müsst. Also, let's do it. Und wir lassen die alle rechts und links, links und rechts neben uns liegen. Und eiern da mal rum. Ah, ja, schön, genau. Das ist dieser komische Bogenschütze da oben, der mir immer auf die Nudel geht. Aber die Festung solltet ihr auch komplett, meiner Meinung nach, erobern. Da gibt es echt viel Zeug noch drin zum Looten. Auch noch so ein Löwenkönig oder so eine Löwenklinge, so ein kleiner Miniboss gibt es da auch noch zu killen. Also ist echt funny. Und hier findet ihr zwischen den zwei Hafensängern, findet ihr... genau. Flamme gibt mir Kraft. Genau hier. Da an der Leiche. Huhu. So, und wir machen mal hier wieder einen Schwan. Direkt hier findet ihr die Leiche. Und der... Ja, die Aufrufung Feuer gibt mir Kraft. Ja. Ist ein cooler Boost. Aber mehr auch nicht. Jetzt mal jetzt hier raus hier. Los. Schwupp. Und schwupp. Und schwupp. So, okay. Also, das war Feuer, gib mir Kraft. Jetzt kommen wir zu Feuer, beschütze mich. So, Flamme, beschütze mich. Das ist die hier. Die gibt nochmal einen Rüstungsboost. Ihr seht das, Flamme beschütze mich, Halleluja. Sieht richtig, richtig cool aus. Und ihr findet die Flamme hier. Lalalalalalala. Das ist Grab des heroischen Riesentöters. Das natürlich auf der rechten Seite des Schneegebiets. Das heißt, ihr braucht den großen Aufzug von Rold und müsst halt, ihr kommt dann hierhin da hoch. Und dann wird es ganz lustig, da müsst ihr hier rumreiten, darüber, hier rumreiten. Das ist ein ganz schöner Weg bis hier rüber. Aber ihr werdet es finden, weil es letztendlich auch der höchste Punkt ist. Und seht das. Und wie gesagt, ihr werdet hier, ihr kommt dann halt rein in dieses Grab. Und hier braucht ihr zwei Steinschwertschlüssel. Und hier an dieser, ja, an dieser Leiche findet ihr Flamme, beschütze mich. Hier, weil wir einmal beim Schutz sind, mache ich es heute mal nicht ganz so in der Reihenfolge, ist es auch so, dass ihr genau auch hier meine Ausrüstung findet. Ich habe leider die Kapuze noch nicht farmen können, weil ich noch keine Zeit hatte. Die wird es aber auch geben. Genauso wie die Feuermensch-Rüstung. Meine Rüstung, das überlasse ich euch. Ich habe hier, ja, das gibt mir halt plus Stärke. Was ihr aber halt auch machen könnt, ihr könnt zum Beispiel auch das nehmen. Das gibt nochmal Stärke und Glaubensbonus. Mit jeweils zwei, finde ich schon, ist ein geiler Scheiß. Aber dennoch, ich habe die rote Kapuze genommen, um die Rüstung zu farmen. Müsst ihr einfach nur hier rein. Und dann auch wieder, ne, Silberskarabäus als Talisman und den Silberkrähenfuß. Und dann läuft es mit dem Nachbarn. Wo ist er denn? Da, genau. Und hier kann man
easy peasy die Rüstung farmen. Ja, jetzt droppt er mal nichts, das war wieder so klar. Achso, hier an dieser Stelle, hier ist eine versteckte Wand, aber das fällt ja eigentlich auf, wenn man online spielt, dass überall dieses Schriftzeug ist. Ja. Dann geht's einfach wieder zurück. Also, Flamme beschütze mich und die Rüstung des Feuermönchens, weil ich finde, die sieht einfach nur mal mega cool aus, na, findet ihr hier an dem Ort. Grab des heroischen Riesentöters. Dort habe ich auch die Ausrüstung bekommen für den heroischen Zamor. Oder? War das hier? Gerade kommt. Nee. Ich glaube ja, Zamor. Zamor ist ja der heroische Riesentöter. Also die haben ja dann eine Feindschaft, die Zamors, oder wie sie nennen, mit den Feuerriesen. Okay, kommen wir auf zum nächsten Zauber. Flamme, heile mich. Das ist eine geile Sache, weil das möchte ich euch auch zeigen. Ihr werdet im Verlauf des Spiels hier unten zu diesem Fäulnissee kommen. Definitiv, um zum Beispiel die Astel zu machen. Das ist aber alles kein Storyboss. Und dennoch mega coole Waffen gibt es von dem Scheiß. So, und Fäulnis ist ein wichtiger Aspekt, denn ich will das nochmal zeigen. Fäulnis und Gift. Weil Flamme heile mich brennt im Prinzip Fäulnis und Gift heraus. Flamme heile mich lindert die Belastung durch Gift und Scharlachfäule. Und heilt diesen Effekt. Na, viele YouTuber haben gesagt, ja, wenn ihr hier seid, nehmt euch ganz viele Trinkflaschen mit, bla bla, habe ich nicht gebraucht. Ich bleibe bei meinen paar Trinkflaschen, die ich habe, weil ich brauche eher mehr Mana. Und wenn wir jetzt einfach mal hier durchlaufen, ihr seht es. Na, oh, ganz schnell hoch, also heile ich mich. Bam, heile ich mich wieder. Bam. Ja, und so habe ich das die ganze Zeit gemacht. 10 Sekunden gerannt, geheilt, 10 Sekunden gerannt, geheilt. Und dann natürlich noch den goldenen Schwur. Nein, nicht den goldenen Schwur, sondern genau, der Segen des Erdenbaums drauf. Den habe ich einfach laufen lassen und dann habe ich mich die ganze Zeit geheilt und habe hier alles erkundet. Das ist auch mein Vorschlag. Erkundet bitte alles. Ihr habt hier hinten zum Beispiel auch noch einen kleinen Secret Boss. Ihr kriegt hier hinten noch eine Kopfbedeckung, die Giftschaden erhöht. Gerade wenn es um Giftschwerter geht und so ein Scheiß. Halleluja, Schwester. Gut. Flamme, heile mich. Das würde ich euch natürlich zeigen, wo ihr das jetzt findet. So, meine lieben Freunde. Flamme, heile mich. Steigst du mal ab? Dankeschön. Flamme, heile mich, wo ich gesagt habe, die gegen Gift gut ist, die gegen Feuerschaden gut ist. Das ist der Scheiß. Ich will nochmal ganz kurz sagen, was ihr dafür braucht, für Attribute. Ihr braucht für Flamme gibt mir Kraft, habe ich gerade erzählt, 15 Glauben nur, 24 Glauben, das ist schon viel, Flamme beschütze mich und 12 Flamme heile mich. Das ist ziemlich wenig, aber 12 solltet ihr haben, weil ich finde das einfach mega geil, weil viele Gegner versuchen euch auch zu vergiften mit dem grünen Gift und andere halt mit Scharlachfäule, gerade wenn ihr unten im Gelben unterwegs seid, ist das ein wichtiger Aspekt. So, und ich bin hier direkt vor der, ja, der Brunnen zur Astel, direkt am östlichen Tafelland, ne? Also, hier ist das Seengebiet und ich bin hier drüben, östliches Tafelland. Und genau hier in der Mitte, ganz unscheinbar versteckt, sind so ein paar Hafensänger. Und dieses Lager hier, die haben, ich bin glaube ich zweimal hin und her geritten, an einer Leiche, huh? Ja, aber gleich habe ich geschlagen. An einer Leiche gibt es in dem Lager dieses Flamme heile mich. Ich wollte gerade sagen, du bist doch nicht immun gegen Feuer. Halleluja. Alles kein Thema. So. Wo ist denn diese komische Leiche hin? Hab ich die vergessen? Da liegt sie, genau. Das ist die Leiche, wo ihr den Scheiß herbekommt. Hier ist auch ein Mönch. Der hat überhaupt auch Mönchausrüstung. Manchmal. Aber viel seltener als der Mönch in den Katakomben. Hey, mach du denn hier? Das habe ich auch. Aber dachte ich zumindest. Feuer. So. Also wie gesagt, hier an dieser Leiche. Wo ist sie hin? Da, ich wollte gerade sagen, die Leichen gehen noch nicht einfach spazieren. Hier an dieser Leiche findet ihr die Aufrufung Flamme, heile mich. Okay. Gut. Jetzt kommen wir mal zu den Talismanen, meine lieben Freunde. So, meine lieben Freunde, ich muss mich ein bisschen beeilen. Wir sind hier, Festern Lydell, ganz im Westen.
Dort finden wir den Skorpion-Talisman, der unser Feuer verstärkt. Und hier der Dicke, der droppt nicht die Kanone, der droppt diesen Hammer, den er hat. Bam, sehr schön. Wenn ihr den platt macht, dann droppt er den Hammer, aber ich will euch zeigen, wo ihr den Skorpion findet. Den Feuerskorpion, der euch nochmal, ich glaube 35%, sage ich aber gleich nochmal was dazu. Ganz nach oben, ganz hoch, ganz, ganz hoch, ganz hoch. Na, hier sind alles Tote, Leichen, gut, Leichen sind immer tot. Nicht in der Kiste, sondern, wichtig, hier hinten. Da hinten, hinter der Mauer, dort findet ihr den Talisman. Da findet ihr den Talisman, ich zeige es nochmal auf der Karte, hier oben. Na, hier rennen Haufen von den Feuerfuzzis rum, die hier irgendwie glauben, dass Feuer alles ist. Also die Feuermönche und der ganze Rotz, die rennen hier alle rum. Ich weiß gar nicht mehr, was man in dieser Kiste findet, keine Ahnung. Aber wie gesagt, der Talisman nicht, sondern wirklich hier hinten. Mehr findet ihr leider in der Festung nicht. Gut, wobei schon eine Gigantenwaffe hier zu finden ist nicht schlecht. Und hier findet ihr den Talisman. Okay, der Talisman. Das ist genau dieser da. Der stärkt eure Feuerangriffe, senkt aber selber eure Feuerresistenz, ich glaube um 15%. Genau, um 15%. Jetzt gucken wir uns mal den Urschimmerstein-Talisman an, den ich am Start habe. Bei einem Talisman ist euch sowieso freie Hand gelassen, was ihr da nehmen wollt. Na, ich denke für das Bild, weil es Mana oder FP, weil es halt einen hohen FP-Verbrauch ist, ist es halt wichtig zum einen, das hier zu verstärken. Urschimmerstein-Klinge, weniger Verbrauch und das zeige ich euch, wo ihr den jetzt findet. Der hier. Also der Götzentalisman ist der größte von beiden. Es gibt auch noch einen kleineren, das ist der hier, Götzenschulentalisman. Der verstärkt im Prinzip die Wirkung von Zauberei ein bisschen. Der hier die Wirkung von Zauberei deutlich. Und das bedeutet also, also den kleinen, den findet ihr in der Akademie Raya Lucaria. Hier unten ist sie ja, glaube ich, oder ja, ist das die Akademie Raya? Ja, genau. Den findet ihr hier, habe ich aber auch schon in meinen anderen Videos erklärt, wo ihr das findet. Hier, das will ich wirklich nochmal zeigen, weil dieser Talisman ist meiner Meinung nach ein absolutes Must-Have-Ding. Also das muss sein, gerade wenn man Zauber wirken will und halt kämpfen will. Halleluja, Schwester. Ich bin natürlich, glaube ich, falsch geritten. Na klar, ich muss noch eins weiter hoch. Ach, da fuhr mal, was ist denn hier los? Ach, das ist noch ein Ziegenbock. Halleluja, jetzt war ich aber erschrocken. Okay, weil hier in diesem Schneegebiet, in dem wir hier sind, sind die Gegner echt heavy. So, ach so, an dieser Stelle. Hier... Die gucken gerade in den Schnee, weil hier nichts mehr da ist. Normalerweise sind das drei Hansel. Kleiner Tipp am Rande. Hier gibt es nachher eine Larventräne zur Wiedergeburt. Das heißt, wenn ihr neu skillen wollt, weil hier steckt nämlich einer im Schnee. Killt erst die beiden, dann greift den an und der wird zu einem mega großen Eisbären. Das war eine harte Nummer, den Blatt zu machen. Ich bin viel weggeritten. Dieser Eisbär ist richtig, richtig heavy. Aber wenn ihr den besiegt, kriegt er dann eine Larventräne. So, wir reiten aber weiter hier hoch. Genau, und lassen mal schön alles rechts und links liegen. Hier lang. Dadam, dadam, dadam. Das lassen wir auch links liegen. Ja, hier sind wir schon richtig, genau. Und hier sind zwei Hanseln, habe ich auch schon in einem anderen Video erklärt. Ihr braucht hier Geisteraufrufung. Toll, die habe ich gerade nicht am Start. Meiner Geister, die ihr braucht. Ihr braucht nämlich die Vampirwichte. Die beiden hier. Vampirwichte braucht ihr hier. Die müsst ihr rufen. Die Vampirwichte. Weil hier werden immer wieder... Also hier ist eine Barriere. Ihr kommt hier nicht rein. Hier werden immer wieder irgendwelche anderen Wichte spawnen. Da zum Beispiel. Da ist so einer. Die könnt ihr natürlich selber platt machen, aber diese Barriere wird sich erst öffnen, wenn eure Wichte den anderen Wicht platt gemacht haben. Den da, ne, der mich gerade verfolgt hier. Gut, das wollte ich euch zeigen. Dann die Barriere, dann ab in das Häuschen und Butter bei den Fische. Junge, schwimm mal hier nicht so rum. Au. Echt
jetzt? Meine Wichte tanzen nur drumherum, die machen ordentlich. Junge. Ah doch, gut. Also wenn sie den jetzt, genau, jetzt haben sie den Blatt gemacht und da bricht dann die Barriere hier oben. Und ihr könnt hier oben rein. So, ich hole die mal wieder zurück hier. Okay, so viel zu dem Talisman. Jetzt gucken wir uns natürlich gleich noch den nächsten Talisman an. Wie gesagt, der Götzentalisman, meiner Meinung nach, genau, der Götzen-Must-Talisman mit einem einfachen Must-Have. Das habe ich euch gezeigt, das habe ich euch noch nicht gezeigt. Das zeige ich euch jetzt. Urschimmersteinklinge. Geiler Talisman, auch witzig, den zu bekommen. Wie gesagt, ja, der Götzen-Must-Talisman, ne? Im Albinaurix-Turm, meine lieben Freunde, habe ich euch gerade erklärt. Das ist aber im Secret-Schneegebiet. Ne? Ihr braucht also die zwei Tafeln, die geheimen Tafeln vom Aufzug von Rold. Müsst euch dann hier durchkämpfen und dann ist das Secret-Schneegebiet offen. Das wiederum ist auch nur der einzige Zugang hier rüber zum Harligbaum, ne? Zur Harligbaum-Krone oder zur Harligbaum-Stadt. Da wird mein Livestream zum Beispiel weitergehen. Ich hoffe natürlich mit Unterstützung von meinem lieben Freund Abkolink oder vielleicht auch von Black Samurai aus meiner Community. Peace geht raus an dieser Stelle für euch. So, jetzt aber. Der andere Talisman ist auch ein versteckter Talisman. Das zeige ich euch, wie das funktioniert. Wir müssen vom Eisigen See aus losreiten. Und da braucht man natürlich auch wieder einen Geist. Und den Geist dürftet ihr auf jeden Fall alle schon am Start haben. Diesen Geist. Das ist nicht der hier. Entfernen, sondern ich hätte gern einen neuen Talisman. Und wir brauchen die Qualle. Na, wir brauchen die Qualle, um nachher diesen Talisman zu bekommen. Urschimmerstein, die Urschimmersteinklinge. Zauber verbraucht weniger FP, senkt aber die maximale LP. Finde ich, ist in Ordnung. Also es senkt ein bisschen mehr Leben. Ich habe Leben genug, aber verbrauche dadurch weniger FP. Also Fokuspunkte. Und wir starten natürlich am See. Also kleiner Tipp am Rande. Wollen wir einmal dahin reiten. Wenn ihr in diese Richtung reitet, wirklich Richtung Mond, das ist immer das Gleiche. Gleich hier vorne werdet ihr nachher so silberweiße Tapsen hier auf dem Boden sehen. Das ist ein versteckter Mistkäfer und der müsste, glaube ich, eine wichtige Asche haben für ein Blutbild. Aber mehr weiß ich da jetzt auch noch nicht. Habe ich mir aber schon geholt, gucke ich mir später an. Wie gesagt, da der versteckte Tralala und wir müssen jetzt einen komplett großen Ritt machen hier rum. Das wird eine Weile dauern. Also nehmt euch einen Kaffee, holt euch Popcorn und an dieser Stelle will ich gleich mal erzählen. Checkt natürlich auch meine ganzen anderen Videos aus. Ich habe euch die komplette, weil mittlerweile sind es echt viele, nicht, dass ich sie nicht mehr einzeln verlinken kann. Ich habe euch die Playlist meiner Builds verlinkt. Und wo ist jetzt hier die Kackbrücke? Irgendwo, lass mich in Ruhe. Überall die Toten hier, die mir einen Kragen wollen. Also ich habe es euch verlinkt. Checkt natürlich meine ganzen anderen Videos aus. Es werden jetzt noch zwei Feuerbuilds kommen. Das ist mein Bild Herrschaft des Feuers Teil 1, das Magmafeuer. Es wird ein Riesenfeuerbild geben. Es wird... Ach, guck mal. Habe ich völlig übersehen, oder was? Der Fuma hat er völlig übersehen. Ihr könnt natürlich auch von hier starten. Geht schneller. Ja? Könnt natürlich auch von hier starten. Wir müssen nämlich hier komplett hier rumreiten. Die Hälfte des Weges haben wir. Also... Let's do it. Ja, checkt also gerne meine anderen Videos aus. Lasst mir auch gerne ein Abo da, wenn ihr Bock drauf habt. Mehr zu sehen. Natürlich auch die Glocke aktivieren. Wir müssen... Ich weiß nicht, ist mir schon richtig. Ja. Ah, ja, hier schon wieder verfolgt. Ich finde es immer lustig. Also hier über die Brücke drüber. Achso, an dieser Stelle darf gesagt sein, hier ist ein Erdenbaumwächter. Der Idiot, der teilt sich nachher beim Kämpfen. Ohne Witz. Also ihr habt hier gegen zwei zu kämpfen. Das macht nicht ganz so viel Spaß. Aber ihr könnt ihn auch links liegen lassen. Und wir müssen... Ah, nein. Fuma stirbt. Das passiert bei jeder Aufnahme. Also bei fast jeder. So, wir haben es endlich geschafft, zu den Ruinen der Sterngucker zu kommen. Wie gesagt, nicht hier runterfallen, wie ich gerade runtergefallen bin, sondern wirklich so lang reiten. Also nicht hier beim grauen Gebiet, sondern bei den weißen. Hier dann über die Brücke und hier rechts rüber und so kriegt ihr den Kram auch. Ja, ich bin völlig im Umweg geritten. Aber
Hier wird eine Qualle sein und von ihrer Schwester erzählen und bla 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 und wir wollen doch die Sterne sehen. So, und dann werdet ihr eure Qualle holen. Tada! Wo sehen? Da ist sie. Und dann wird das Siegel hier aufgehen. Dann geht ihr runter und holt euch den... das Fragment. Ach, schön, dass du runterkommst und Licht machst. Das finde ich ganz toll. Prima. Okay, so. Was habe ich euch jetzt gezeigt? Jetzt will ich nochmal nachgucken, damit ich keinen Scheiß erzähle. Das Schwert habe ich euch gezeigt. Den habe ich euch gezeigt. Wo ihr die Rüstung herbekommt, habe ich euch gezeigt. Tja, natürlich, das ist nochmal eine Sache. Da müssen wir nochmal drüber reden. Das habe ich euch gezeigt. Achso, nee, filigranes, genau, filigranes karianisches Fließwappen. Das will ich euch noch zeigen, meine lieben Freunde. Let's do it. Und das Wappen, was den FP-Verbrauch senkt, das bekommt ihr hier, also nicht hier, aber ihr müsst als allererstes das Siegelgefängnis des Bluthundes betreten und dort den Bluthund besiegen. Da war easy peasy. War ich echt überrascht. Dann müsst ihr hier hoch, oder ihr könnt auch vorher schon zum Kriegsstrategen Iji, na, kurz vorm Haus Karia. Dort werdet ihr den treffen, da könnt ihr auch nur einen anderen Scheiß kaufen. Aber ihr kriegt es oder könnt euch das Wappen dort genau kaufen, wenn ihr vorher, wie gesagt, hier unten kurz vor der Insel oder Halbinsel da drehen, da den Bluthund besiegt habt. Ja, also ich hatte den vorher schon besiegt, da bin ich zu Itchy hoch, haben wir ein bisschen gequatscht miteinander. Der Tipp an dieser Stelle ist natürlich, redet mehrfach mit den Leuten, geht ihnen wirklich auf die Nudel. So, okay. Und da kriegt ihr... da kriegt ihr genau das hier. Karianisches Filigran-Wappen senkt den... Huch, jetzt habe ich es rausgenommen. Senkt den FP-Verbrauch von Talenten. Finde ich sehr wichtig, weil ich gerade mit dem Talent halt auch bei meiner Nacht und Flamme bei meinem Schwert spiele, ist in Ordnung. Aber wenn ihr das halt nicht verwendet, könnt ihr zum Beispiel auch ein anderes Talent nehmen, was vielleicht den Glauben stärkt. Das zum Beispiel, oder ihr könnt halt auch, das wäre auch eine Sache, habe ich auch in anderen Videos erklärt, Marikas Narbensiegel. Meine Videos bauen ein bisschen aufeinander auf, wenn ihr euch die wirklich nach und nach mal anschaut, dann habt ihr ja nachher alles zusammen. Natürlich wird es noch zwei Videos geben zu den Must-Have, ja, ich sag mal, Talisman, die man braucht, ne? Der wäre natürlich auch noch eine wichtige Nummer, um den zu verwenden. Na, verstärkt aufgeladene Zauberei und Talente. Das wäre zum Beispiel bei dem Zauber hier gut. Bei dem hier, beim Kochenden, was, nee, halt. Genau, bei Gelmirs Wut wäre Gottfried die Ikone ganz wichtig. Der verstärkt den Zauber richtig, richtig stark. Ja, der kann nicht aufgeladen werden hier, nicht wirklich. Ja, und Gottfrieds... Und Godfrey findet ihr hier. Na, Siegelgefängnis des goldenen Stammbaums. Da könnt ihr nochmal gegen ihn kämpfen. Wichtig, ihr habt ja schon mal gegen ihn gekämpft. Das heißt also, hier Schloss Sturmschleier. Wo ist der Kram? Da, genau. Hier im Schloss Sturmschleier habt ihr schon mal gegen ihn gekämpft. Und dann halt, wie gesagt, oben auf dem Plateau. Okay, jetzt muss ich echt nochmal gucken, ob ich euch alles erklärt habe. Ja, genau so sieht es aus, meine lieben Freunde. Tja, was soll ich dazu sagen? Ich denke, soweit haben wir alles. Und natürlich, wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Däumchen oben da. Abonniert auch gerne meinen Kanal. Empfehlt mich gerne weiter. Bis dahin sage ich, bleibt gesund und Semper Fi. Wir harren der Ankunft des Elbenfürsten. Es sei denn, er erobert die Krone. Mein besonderer Dank geht an meine Kanalmitglieder. Ihr haltet den Laden als Master und Commander hier am Laufen. Danke für eure Treue und euren Support. Semper Fi.